Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, freut mich. Heute geht es darum, ich möchte ein Poster aufhängen. Und das Problem ist halt immer bei den Postern, dass du es halt mit Tesafilm an die Wand machst und dann geht das Poster kaputt, wenn du es wieder runter machst. Und die richtig großen Bilderrahmen kosten halt Schweinegeld. Also habe ich mir was überlegt, was kann ich machen, dass ich das Poster geil an die Wand kriege, aber dass es nicht kaputt geht und dass es halt einfach ja so ausschaut, wie es mir gefällt. Und da habe ich mir halt überlegt, ich nehme Wäscheklammern her, ganz einfache Wäscheklammern aus Holz, mache das obere Teil ab, so, dann bleibt das Teil übrig und daraus mache ich dann das. Das ist im Grunde genommen nur ein gerades Stück Holz, hier mit einem Absatz dran. Das Schwarze da unten, das ist, wie sagt man dazu, Moosgummi. No? Wichtig ist halt hier, dass der Schlitz da ist, damit es die Feder schön einfasst und das funktioniert hier. Ja, also ich habe dafür Hartholz genommen, kein Weichholz, damit es einfach gut hält. Das kommt dann in die Ecken, sozusagen, und hält das Poster an der Stelle am Platz. So das Teil jetzt zu lassen, die Wäscheklammern, sieht natürlich auch nicht richtig schön aus. Also habe ich mir überlegt, da das ein Star Wars Bild wird und ich ja Star Wars Fan bin, mache ich das hier. Moment. So. Also das ist jetzt hier. So. So. Und das untere Teil, da sind die zwei Klammern schon dran. Kommt hier hin. So. Und das ganze Teil wird gecovert. Hiermit. Und das ist, was ganz schön ist, ist Holz, das ist, wie heißt das wieder, gibt es auf Baustellen und so, das ist ein unheimlich hartes, gutes Holz, kostet Schweinegeld, komme jetzt auf den Namen nicht, vielleicht komme ich später nochmal drauf oder ich schreibe es rein. Ja, also das hier habe ich ausgeschnitten mit dem Teil hier, mit dem Lochbohrer und das kommt eben da drauf. Und da drauf habe ich solche Aufkleber hier in weiß, kommt das Zeichen des Imperiums so drauf. Ja, und bevor ich das mache, mache ich das, die zweite Stange so. Befestige alles auf dem Brett, dass alles zusammenpasst. Also die Leisten hier werde ich schrauben, also von unten, damit die einfach, ist alles stabiler ist, einfach besser in sich. Ja, dann werde ich es schwarz lackieren und dann nochmal mit Klarlack ein paar Mal drüber gehen. Ja, also dann zeige ich euch jetzt ja die verschiedenen Schritte, wie ich das gemacht habe alles.
Ich benutze jetzt die Lochsäge hier, eine recht große. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr das natürlich auch aussägen, ist gar kein Ding. Ja, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass die Zähne blau sind. Das bedeutet, das Teil ist so heiß geworden, dass das ausgeglüht ist. Also die Zähne sind sehr stumpf, nicht mehr scharf. Deswegen wird es jetzt auch richtig rauchen. Aber ich kann es halt nun mal nicht ändern. Plakatsystem selbst erfunden ist fertig. Ich glaube, das ist das längste Wort für irgendwas. Jedenfalls ist fertig. Ich habe es lackiert, alles funktioniert und jetzt kommt das Poster. Und dann schaue ich, ob das auch wirklich alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das Poster hat versucht, sich zu wehren, aber hatte keine Chance nach gefühlten 20 Minuten. Aber
Auf jeden Fall, also ich finde das richtig geil. Das sieht richtig geil aus. Also ich habe mir schon überlegt, dass es gut ausschaut, aber das ist echt der Hammer. Mir gefallen vor allem die Siebdruckplatten, also die vier Kreise, die ich ausgeschnitten habe. Und das Witzige ist ja, wir könnt ja das System an sich zum Beispiel mit dem Captain America-Schild machen oder mit dem Avenger-Zeichen oder. Also selbst Thors Hammer oder sowas würde sich da anbieten. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und meine Erfindung wird bei euch zu Hause auch rumhängen. Also es war jetzt nicht so schwer, der Bau, es war okay. Ja. Also dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.